So, hallo und herzlich willkommen mal zum schnell anderen Video hier bei mir auf dem YouTube-Kanal. Heute mal kein Flugvideo, sondern recht bodengebunden. Ich habe mir mal ein Videolicht zugelegt. Wer selber ein bisschen filmt und selber ein bisschen in der Richtung unterwegs ist, der weiß, wie wichtig Licht ist beim Filmen. Ja, und dieses Videolicht. Das habe ich jetzt, ich glaube, Vium oder so ähnlich spricht man die Firma, ich weiß es nicht, kommt aus China. Hat gekostet 33,95 € ohne jetzt hier Werbung zu machen. Ja, das Ganze passt oben auf die Kamera. Wir gucken mal rein, was im Karton so mitgeliefert wird. So, das ist der Packungsinhalt, wie man sieht. Das Lämpchen selber ist sehr flach. Das ist das hier. Hier haben wir einen Diffusor. Ja. Und hier haben wir noch ein paar Blenden, die man davor setzen kann. Also man kann das dementsprechend abdunkeln und wie man möchte. Die Farbenbeleuchtung, das ist zum Laden der ganzen Geschichte. Das Licht hat eine Stärke von 3200 Kelvin bis 6200 Kelvin, also Wärme. Ja, und wird hier mit dem Teil auf die Kamera in den Blitzschuh aufgenommen. Also ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt, zwei Aufnahmen mitgemacht, ja. Zum Vergleich, einmal mit und einmal ohne. Und das macht schon sehr viel aus. Also wenn ich das Licht oben drauf habe oder eben auch nicht. Wir gucken uns das mal kurz in der Aufnahme an. Ja, so sieht das Ganze dann montiert aus. Naja. Jetzt hier mal ohne Diffusor, ne? Das nur das nackige Licht. Ja, und so mit aufgelegten Diffusor, also da kämen jetzt auch dann die Farbplättchen rein. Die würden dann hinter diesen Kautschukhülle sitzen. Ja, so sieht das Ganze dann aus. Ja, das Ganze jetzt mal mit eingeschaltetem Licht. Haben hier so mittlere Lichtstärke. Also macht schon was her und für das Geld. Kleine Empfehlung, wer halt selber ein bisschen filmerisch unterwegs ist, bisschen Licht braucht für einen kleinen Geldbeutel, ist das schon was. Ja, zum Zeitpunkt des Videos 33,95 lässt sich verschmerzen und man hat doch wirklich bessere Aufnahmen, ohne dass man sich da irgendwo verbiegen muss. Gut, in dem Sinne dann bis zum nächsten Mal. Vielleicht aus der Luft kommt aufs Wetter und mein Dienst dann. Also dann, ciao.